versuche ja in jeder Stadt, in der ich bin, einen Geocache zu machen. Ich bin hier in Ueng Thani, das ist im Nordosten Thailands. Viele Geocaches gibt hier nicht zur Auswahl, aber einen gibt es. Der heißt hier Ueng Thani Wat Bodhisompon. Vor diesem Tempel stehe ich gerade. Ja, ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen, das wird zu lange nicht dauern. ดูสิเอาช่วยกันดูดูแลค่ะแม่เห็นหรือยังใครเห็นไอ้นี่เห็นเหรอนี่ค่ะไปกี่ซีนอุ้นเห็นจากสิ Der Cache, den ich jetzt suche, liegt in der Nähe von Sakunakon und heißt Fantasy's Door. Er ist insofern bemerkenswert, als dass es einen einzigen Log-Eintrag gibt, nämlich, dass dieser Cache trotz mehrfacher Suche nicht gefunden wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ihn also gar nicht gibt, ist leider ziemlich groß. Ich versuche es trotzdem mal. Okay, ich stehe jetzt also hier vor der Fantasy Store. Ein Hinweis war ja Giants und Serpents, also Riesen- und Wasserschlangen, die sind hier. Dummerweise, das können wir jetzt hier nicht filmen, hat sich ja auf der anderen Seite der Tür eine mobile Polizeistation aufgemacht und führt ja Verkehrskontrollen durch. Suchen kann ich ja also nicht. Es bleibt also offen, ob hier ein Cache versteckt ist oder nicht. Das muss ich erst ein anderes Mal machen. Auch die letzten Tage in Bangkok möchte ich zum Geocachen nutzen. Der Cache, den ich dazu ausgesucht habe, heißt Watched by Pretty Thai Girls. Das hilft einem natürlich nicht wirklich weiter, denn es gibt sehr viele hübsche Mädchen in Bangkok. Aber vielversprechend ist es natürlich schon. An der richtigen Station bin ich schon mal. Jetzt geht's weiter mit GPS. Genau davor, aber jetzt wechselt oder springt die Richtung und es ist stockfinster. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt heute noch was wird. Gut, das war nicht so schwer, sogar im Dunkeln zu finden, wenn man fragt.